Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Oddworld Soulstorm. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben. Wir müssen mal gucken, wie wir das am besten mit den Typen hier unten machen, weil irgendwie durch den Dampf, ja, erst wenn er komplett drin steht, ist der weg. Wenn er jetzt so ist, guckt sein Laser noch ein Stückchen raus. Dein Laser guckt raus. Bitte mach deinen Laserstall zu. Ja. Wir haben leider Gottes... Doch, wir haben noch ein Nebel... Oh nein, wir können Nebelschleier herstellen. Na, dann ist das Problem doch geklärt. Müssen wir mal hier noch eins hinwerfen. So. Dann schnell hier noch eins hin. Und rennen. Wir haben es geschafft, sehr gut. Erstmal Checkpoint aktivieren, bevor irgendwas passiert. Und es gab noch Blastos. Jetzt müssen wir mal schauen. Das Ding hat zwei Kameras dran. Die werden mir ja immer sympathischer, diese Kugeln. Aber wir können rein theoretisch einfach unten drunter durchlaufen, wenn ich das jetzt richtig erkannt habe. So, jetzt ganz schnell rüber. Shit, hier ist auch noch eine. Machen jetzt erstmal so. Drücken Schalter. Oh, wir brauchen... Warum? Wir sind doch in keiner Kamera gewesen. Es gibt... Ah, hier ist natürlich... Ja. Aber was hat uns jetzt bitte erkannt? Ja, entweder war ich jetzt gerade blind, aber ich habe nicht gesehen, dass da irgendwo eine Kamera war. Auf. Wenn ich jetzt hier drücke... Jetzt kann ich hier nicht mehr drücken. Nee. Achso, wir müssen drüben drücken. Die Kameras gucken halt einfach ein Stück weiter, als uns das so angezeigt wird. So, kommt runter, schnell. Auch das geschafft. Ah, Mist, ich glaube, die müssen alle an so einem Dings drehen, oder? Nee, wir müssen da oben das Ding andrücken. Geht dann die Tür hier drüben auf? Aber was? Ich verstehe es nicht ganz. Das Ding ist nicht mehr in Sichtweite und es erwischt uns trotzdem, ne? Okay, jetzt ruft es den Aufzug rüber. Jetzt haben wir allerdings hier ein bisschen Slick-Alarm und wir haben keine Flummi-Bonbons oder irgendwas. Nee. Das ist ein bisschen schlecht. Wir warten mal, bis die sich beruhigt haben und dann können wir eigentlich bloß rennen. Was anderes bleibt uns wohl nicht übrig. Oder jetzt? Kommt, kommt mit. Okay, wir haben es geschafft. Muss mir da nochmal in der Folge aufgucken, genau. In der Folge angucken, was uns jetzt genau erkannt hat. Man kann die Augen halt einfach nicht überall haben. Das Ding ist mit dem da oben verbunden. Das macht mir irgendwie Angst. Es kommt nichts raus. Doch jetzt? Hä? Wieso ist jetzt unser Typ gestorben? Aber es ist so ein Unendlichkeitsding, das heißt, wir brauchen den. Schnell! Oh, das war knapp. Ah, eigentlich nicht. Hat sich aber knapp angefühlt. Nein, ach Mist. Kann man denn nicht einmal Glück haben? Aber ich glaube, da oben ist eine versteckte Höhle oder so. So. Na. Ah. Ich bin immer ein bisschen zu eilig. Zu hektisch. So, kannst du an dem Ding ziehen? Kann er? Vielen Dank für deine Hilfe. Was leuchtet denn hier so rot? Hat nichts zu bedeuten. Schnell, alle rein. Wo? Ich frag mich von wo. Wäre cool, wenn man es auch sehen könnte. Na, ja, jetzt müssen wir mal gucken, was macht man am besten gegen den. Wir können eigentlich nur warten, bis er hier wieder vorbeiläuft. Dann rennen wir die Weltmeister. Hoffen, dass er die Stange nicht runterklettert. Aber sah gut aus. So, haben wir geschafft.
Ich wollte eigentlich da oben nochmal gucken, weil ich dachte, da ist eine Höhle oder sowas, aber... War jetzt... Ach, Mann. Aber hey, das haben wir mal richtig gut hingekriegt. Das Spiel möchte einfach nicht, dass ich irgendwas richtig gut hinkriege. Ja, ich steh doch hinter dem Felsen. Was soll ich denn machen? Hä? Müssen wir schleichen? Nee. Heißen ja sofort tot. Das heißt, das Einzige, was uns irgendwie übrig bleibt, ist Chanten. Wenn ich da unten reingehe, werden die erschossen. Das bringt mir nichts. Mit denen... Warum ist er jetzt geplatzt? Oder wir machen halt Nebelschleier-Aktion. Aber das kann auch nicht der Weg sein. Und die sehen mich sofort. Jetzt sind alle gefesselt. Ich lasse mich nochmal sterben. Na gut, wir könnten es so schaffen. Tut mir leid, liebe Mudokons. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hätte machen sollen. Ich wollte jetzt aber nicht noch ein drittes oder viertes Mal daran sterben. Überspringen wir diesen Teil und vergessen ihn am besten ganz schnell. Letztes Mal da oben ging es auch noch lang, wo wir gerade drunter durchgerannt sind, aber ich möchte da nicht nochmal hin. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Hier sind eh alle vergiftet durch das Gebräu. Können wir eh nicht mehr retten. Rede ich mir jetzt einfach mal so ein, dass ich mich nicht ganz so schlecht fühle. So, wir haben wieder Mula. Wir sind gerade hier runtergefahren. Die Dinger können wir eigentlich sprengen, aber das... Ja, genau. Danke. Na. Red schneller. Ja, wir müssen noch mit irgendwas helfen. Irgendwie schaffen es die nicht. Wenn wir jetzt sagen, warten. Nee, die wechseln trotzdem. Ah, jetzt ist offen. Okay. Habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz durchblickt. Ihr macht mal euren Job. Wie sage ich denen jetzt, dass die ihren Job machen sollen? Und Attacke. Mist. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hier waren wir schon. Ich kann denen sagen, die sollen aggro sein. Ich kann denen sagen, die sollen warten. Und ich kann denen sagen, die sollen mitkommen. Wenn ich chante? Nee, auch nicht. Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wir haben hier oben noch diesen Schalter. Ah. Wann war das knapp? Ihr sollt mal bitte warten. Und sie folgen nicht. Jetzt. So, wir haben das Ding jetzt aktiviert. Hey, let's get you out of here. Hier drüben ist jetzt offen. Okay, vielleicht geht's da gar nicht weiter. Komisch. Das Ding hört nur auf zu purzeln, wenn hier überall einer steht wahrscheinlich. Also der erste hier warten. Zweite hier. Ach, so viel zu dem Thema. Ich hätte vielleicht mal eine Sekunde warten sollen. So, wir beobachten jetzt nochmal. Die beiden drehen da unten dran rum. Gefühlt wird es irgendwie nicht mehr, ne? Nee, wird's auch nicht. Wenn ich jetzt sage, mitkommen, dann springt das Ding einfach auf. Okay, komisch. Kein Wunder, dass ich es nicht verstanden habe. So, und jetzt müssen wir die nochmal warten lassen. Wait, everybody's got it. Hold on.
müssen hier oben das Ding aktivieren. Ah. Ich habe nur nach links gedrückt. Nur nach links, dass er runterspringen soll. Und das ist passiert, ne? Das ist aber auch jedes Mal knapp, ey. So. Dann haben wir die beiden. Kommt ihr mit, ja? Einer hier. Einer hier. Und so. Gut, zerstört die Slicks unten. Prinzipiell schon mal eine schöne Sache. Dann haben wir das geschafft. Gab's noch ein paar Mula. So, und jetzt ist auch hier unten offen. Alles klar. Gut, das Ding bleibt hoffentlich dort in der Ecke. Und wir können weiter. Wir haben relativ lange kein geheimes Areal gefunden. Zumindest gefühlt. Was gab's? Gab Mula und wieder Blastus. Eine Menge leere Flaschen, die können wir dann alle wieder recyceln. Beziehungsweise machen uns schöne Sachen draus. Noch mehr Gebräuflaschen. Also von Gebräuflaschen kann man sich wirklich bewerfen im Spiel. Hier war gleich noch die Recyclinganlage. Sehr gut. So, Mülleimer noch öffnen. Beziehungsweise ausräumen. Sammle Mula und am Tor vorbeizukommen. Ich hoffe mal, wir haben genug. Wow, das war ja schwer. Jetzt erstmal die Mudokuns weg. Aber ich sollte mich nicht aufregen, wenn es hier mal irgendwo eine Stelle gibt, die leicht ist. Plötzlich brauchen wir, das haben wir auf alle Fälle. Und wir dürfen weiter. Fahre in die untere Mine hinab. Okay. 27 Angestellte, 3 Verluste, 2 Geflüchtete, 21 Security. Ja, wir haben leider erst 2 Mudokuns gerettet. Oh, ist das laut. Ja. Könnten wir schaffen, dran vorbeizukommen? Oh, ist das laut. Oder auch nicht. Warum ist das auf einmal so laut? Es tut mir leid, wenn es euch auch gerade die Ohren raus hustet. Wir fahren jetzt erstmal hier hoch. Guck mal, was hier oben Schönes ist. A Classic, was? Refresher? Device, know your basics. Okay. Er hat doch schon wieder gepupst, ich hab's gehört. Passiert hier dabei, weil er sich bücken muss beim Schlagen. Ihr macht alle euren Job bitte. Anscheinend hat das wirklich nichts damit zu tun, diese ganzen Drehmechanismen hier. Dass die uns damit irgendwie helfen sollen. Wo es eigentlich Sinn machen würde, wenn die daran drehen, dass da unten irgendwas langsamer wird. Aber ich kann es denen halt nicht befehlen. Kann halt nur chanten. Nee. Hör doch auf mit chanten. Danke. Na gut, dann machen wir wieder hoch. Aber ich glaube fast, also das Spiel würde das doch auch gerade mit dem Balken unten. Achso, wir müssen... Warum kommen wir denn hier unten nicht durch? Seht ihr das? Das ist gar keine Wand. Komisch. Wir sollen anscheinend hier oben lang. Ja, und jetzt erwischt wieder alle Mudokuns. Nee, wir haben Glück gehabt. So. Na gut, doch, das Ding hat es nach oben gedreht. Das hat funktioniert soweit. Na, ich habe sie in der Sekunde gesehen. Es tut mir leid, ich habe einfach
nur zwei Augen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es tut mir leid, Mudokon. Habt ihr das gesehen? Die wollen einfach nicht leben. Glaubt mir das. Ziel vom Spiel ist es nicht, die zu retten, sondern einzusehen, dass manche sterben müssen. Was will man machen? So. Noch ein Checkpoint. Also die Dinger finde ich bisher eigentlich relativ einfach. Sollte es nicht sagen jetzt. Ach komm, das hätte voll klappen können. Ich darf es nicht mehr sagen. Ui, das war auch ganz schön knapp. Na, diesen macht, so hatte ich es gerade probiert, ne? Mal gucken, ist der dritte der letzte? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Moment, da oben war noch was. Ein Geheimareal? Jawohl! Hunde. Ach nein, ist kein Hund, war Mudokon. Entschuldigung. Da unten ist bloß noch so eine Walze. Okay, da hat sie uns das Spiel ja wirklich mal echt einfach gemacht. Das ist die Entschädigung. Ach, das Portal ist noch nicht da. Das ist einfach die Entschädigung für die. Ich weiß gar nicht, waren es 4 oder 3, die gerade gestorben sind. Ich glaube 3. Haben wir hier wieder reingeholt. Ah, schaut mal, hier ist auch noch einer. Kommt der hier rüber, wenn ich so mache? Natürlich nicht. Kommt der überhaupt hier rüber? Jetzt klettert da gerade unten lang, ja. Und rein mit dir. Sehr gut. Na. Und raus hier. Naja, da haben wir zumindest 5 Stück wieder gerettet. Ist doch auch okay. Kaugummi-Fendo. Können wir die Flummi-Bonbons, glaube ich, herstellen mit Kaugummi. Dizzy Pop gibt es auch noch. Und Recycling. Kriegen wir auch noch. So. Und es wird schon wieder witzig. Jetzt müsste ich hinspringen, jetzt raus. Ja, passt. Hier dasselbe Spiel. Jetzt hinspringen, jetzt raus. Und Checkpoint. Weiß nicht, ob wir die leeren Flaschen vielleicht auch lieber ab und zu mal aufheben. Brauchen wir die hier zum Herstellen? Nee, ne? Nötige Zutaten. Nee, die sind wirklich nur zum Recyceln, ne? Ja. Was komisch ist, hier stand ja gerade, wir brauchen Feuerzeug, benötigt 1. Wir haben doch ein Feuerzeug gefunden. Ich habe mich doch sogar noch gefreut. Jetzt steht da, wir hätten keins. Ich hoffe mal nicht, dass ich nach dem Finden des Feuerzeuges gestorben bin. Und dann irgendwie an einem Checkpoint rauskam, wo ich es noch nicht hatte und ich es nicht wieder eingesammelt habe. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Wie ich mich kenne, ist das bestimmt passiert. So, dann haben wir noch einen Checkpoint. Es gibt mal wieder genügend davon. Wir dürfen nicht hier drüben weiter. Wir müssen hier unten lang. Und haben hier noch ein ganz paar Mudokon zu retten. Die retten wir dann aber in der nächsten Folge. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.